So, ihr lieben Fahrschüler, hallihallo, hier ist wieder euer Herr TikTok-Fahrlehrer. Ja, Thema Führerschein in 2 Wochen oder viele schreiben auch auf ihren Autos, Führerschein in 12 Tagen möglich. Nee, geht nicht. Führerschein in 12 Tagen oder Führerschein in 2 Wochen. Ich weiß nicht, wie die das machen wollen, aber natürlich, okay. Wenn ihr euch schon bei dieser Fahrschule angemeldet habt, wenn ihr eure Theorieprüfung habt, wenn die Papiere da sind und alles ist gut und ihr fangt an den Tage an und dann 12 Tage, dann muss aber auch schon die Fahrprüfung bestellt worden sein. Dann ist es vielleicht machbar, dass man in 12 Tagen, 16 Tagen oder in 2 Wochen zum Führerschein kommt. Ansonsten leider nicht, weil allein die Terminierung, wenn man sich in einer Fahrschule anmeldet, bis letztendlich die Fahrprüfung absolviert werden kann, geschweige dann, natürlich muss man das Auto auch noch fahren können. Man sollte ein bisschen regelkonform im Straßenverkehr unterwegs sein, Grundfahraufgaben drauf haben. Naja, empfehlen, ja, es gibt diese Kompaktkurse, wo man sagt, okay, 2 Wochen Führerschein, Fahrausbildung, ja, dass ich in 2 Wochen meine Fahrausbildung absolvieren kann. Ja, kann ich empfehlen für diejenigen, die sich diesen, ja, doch Stress auftun wollen, weil es ist ja schon ein bisschen anstrengend, sich da jeden Tag mit dem Fahrlehrer, wie zum Beispiel bei mir, 4 Stunden ins Auto reinzusetzen, und das jeden Tag, ja. Und natürlich auch ist es ein Kostenfaktor, weil die Fahrschulen nehmen natürlich für diese Kompaktausbildung auch einen Taler mehr. Aber ich muss sagen, die Leute, die bei mir einen Kompaktkursus machen, bestehen auch alle beim ersten Mal, weil eben halt der Fahrschüler da wirklich 2 Wochen, wie ich immer so schön sage, im Saft drin ist und wirklich alles in den 2 Wochen kontinuierlich trainieren, üben und letztendlich auch erreichen kann. Gut, eine Fahrprüfung steht immer auf einem anderen Standpunkt, die zu bestehen. Aber trotzdem, wie gesagt, die Leute, die einen Kompaktkursus machen, ja, die haben die Chance, vielleicht eher eine Fahrprüfung zu bestehen, als derjenige, der den Führerschein normal macht. Ausnahmen, Kinders, gibt's immer wieder. Da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Also, wenn eure Fahrschule das anbietet, Führerschein, beziehungsweise die fahrpraktische Ausbildung in 2 Wochen, ja, könnte ich empfehlen. Empfehle ich für diejenigen, die das Geld haben, empfehle ich für diejenigen, die ja sich das antun wollen. Ansonsten ist es eine gute Sache. Warum nicht? Dran denken, Fahrlehrersprechstunden, da könnt ihr mich so etwas auffragen. Mehrmals pro Woche, immer 19 Uhr. Wir sehen uns, euer Herr TikTok-Fahrlehrer.